Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Borcher See unterwegs und ja, wir sind bereits bei Folge 90 angekommen. Hatten letztes Mal hier unsere Raps abgeliefert, die dürfte jeden Moment anspringen, die Biodieselanlage. Da können wir erstmal schön verarbeiten. Haben jetzt ein, zwei kleine Touren vor uns. Wir werden ihn jetzt einmal auf das kleine, nicht nummerierte Feld bringen neben der 9. Da hatten wir ja am gestrigen Tag noch den Drescher hingefahren. Er wird natürlich da als nächstes dann benötigt, um den Drescher dann wieder abzutanken. So simpel ist es ja nun mal. Da fahren wir ihn auch hin. Das ist auch momentan erstmal das einzigste Feld, was danach noch geerntet werden muss. Ja, dann werden wir mit dem Streudünger hier mal selber Hand anlegen und hier rechts das Feld zum Streudünger vorbereiten. Und dann vorgewendet zu fahren mit der Sämaschine, die ihr da links schon stehen seht. Und danach wird die Sämaschine vom Helfer übernommen. Das ist erstmal so der Punkt. Und dann ein bisschen Hackschnitzel, ein bisschen Gras machen. Das ist erstmal so die nächsten Schritte. So. Die Hackschnitzelgeschichte ist eher das, was so als letzteres dran ist, sozusagen, weil wir haben momentan eigentlich überall relativ gut unseren Strom ja erst gefüllt gehabt. Und deswegen ist es nicht ganz so wild. Wir sollten es auf jeden Fall machen, bevor die Bude da schließt um 8. Das ist klar, dass es halt über Nacht da noch seine letzten Flüssiggas-Sachen da verarbeiten kann dann, ne? Das ist klar. Und morgens füllen wir es mit Flüssiggas dann wieder auf, dass es weitermachen kann. Das heißt, dass er über Nacht dann noch Paletten produzieren kann, die wir dann zur Not schön wieder einlagern, so wie wir es ja letztes Mal auch gemacht haben. Konnten wir ja schön auf dem Platz einfach hinstellen und hinterher mit einem Autolader Palettenpart wieder wegholen. Da war ja einiges bei rumgekommen. So. Hier sind wir dann gleich schon. Oh, er quält sie doch ein bisschen hier. Na komm, du schaffst das. So. Hier kannst du erstmal stehen bleiben. So, gut, ja. Das ist der Hackschnitzel-Kamerad sozusagen. Hier haben wir den Streudünger-Kamerad. Der wird jetzt hier in der Ecke nicht direkt benötigt. Der muss nur ein kleines Stückchen fahren. Dann sind wir mit ihm auf dem Feld 23 dort drüben. Das werden wir nämlich als nächstes jetzt erstmal machen. Werden wir mal gucken, wie viel Menge wir verlieren hier von unserem Streudünger. Sonst müssen wir, bevor wir das die Wiese hier links machen, vielleicht noch vor noch mal eine Runde Kalk holen gehen. Das schauen wir gleich aber einfach mal. Gehen wir schon irgendwie hin. So, ich habe natürlich eine schöne Abdeckung hier. Da werde ich sofort einfach den Streudünger anschmeißen und hier gleich losfahren. Der ja selber funktioniert einwandfrei. Man sieht jetzt hier am helllichten Tag auch wunderbar den Unterschied zwischen hell und dunkel. Im Dunkeln, also in der Nacht, ist es echt schwierig zu sehen, weil die Nacht auf der Borchersee ja auch extra dunkel ist, sozusagen. So also Nacht-Nacht ist sozusagen. So, das haben wir einigermaßen gut hingekriegt, glaube ich. Ich werde jetzt hier einfach die Abschnitte einmal so komplett außen lang fahren. Das dürfte vom Abstand her so hinkommen, dass ich mich hier rechts vom Baum halten kann. Ja, passt doch alles. Auch die Bahn einfach nur durchfahren. Und man hat hier schon auf dem Feld schon sehr viel erreicht. Wenn man einfach die äußere Bahn einmal gefahren ist. Ihr seht selber ja vom Verbrauch, werden wir wohl dann, bevor wir den Loop die Wiese dann irgendwann mal machen können, hier wohl durchaus nachfüllen müssen.
Oh, das ist kein Problem, das ist nur die Straße runter, einmal die Abfahrt runter und dann im ersten Gebäudekomplex auf der rechten Seite. Da haben wir unseren guten Kalkpart schon. Den werden wir dann auch schön nachholen. Ja, der Kalkpack ist billiger, aber verbraucht auch mehr. Wie jetzt normaler Streudünger. Also sieht es jetzt hier wenigstens aus. Ja, ihr seht, ich mache jetzt hier einen Übergang durch die kleine Stufe des Anfahrens, die wir da hatten. Wenn ich jetzt mal sehen, dass wir es hier vernünftig hinkriegen. Und wir kriegen es nicht vernünftig hin, weil ich wieder zu knapp vorfahre sozusagen und nicht genug Überschneidung da hatte. Deswegen hat er da natürlich schon wieder Macken gemacht. Oh, ich sehe gerade, da ist auch eine Macke bis in die Ecke. Hier sehe ich auch, dass ich da schon wieder eine Macke gelassen habe. Das ist schon fürchterlich. So verbrauche ich natürlich auch extra viel. So. Werde ich hier einfach mal ein bisschen mehr Überlappung fahren, dass ich diesmal die Sachen hier auch mitkriege. Ja, da werden wir jetzt auch einfach hinten in die Ecke reinfahren. Ihr seht selber, dass da noch so ein schmaler Weg reinführt. Den werden wir jetzt das Ganze mal ausdüngen sozusagen. Ne, austreiben, dass er da in die Ecke reingeht. So, kurzfristig aus. Wir setzen das Ganze wieder an. Gucken wir, gut, wie wir das jetzt hinkriegen hier. Na, ihr seht jetzt selber, unser Kalk wird schon knapper sozusagen. Wir waren mit 960 oder sowas angefangen. Hm? Die haben wir jetzt definitiv nicht mehr dabei. Sollten es aber mit dem Rest Kalk hier noch hinkriegen. Ja, so wie ich fahre nicht, ne? Ihr seht selber, dass ich schon wieder Blödsinn gemacht habe hier. Da seht ihr unseren Counter runterlaufen. Aber wie gesagt, das macht nichts. Das kriegen wir hier ziemlich exakt noch hin. Ich werde sogar so dreist sein, hier nochmal für die kleine Kurve das Ganze nochmal anschmeißen. So, ja, dann würde ich sagen, ich fahre hier mal wieder runter. Hier eine Runde Kalk holen. Wenn wir das gemacht haben, fahren wir es hier nebenan zur Wiese, die wir jetzt hier gleich rechts haben. Weil das ist das nächste, was wir düngen müssen, nachdem wir es gemäht haben. So simpel ist es. Da werden wir jetzt nochmal richtig Gras ranholen. Ja, ein ganzes Prozent ist noch drin geblieben, ne? Ganze 38. Ah ja. Ging sich dann ja mal so aus, sozusagen. Arbeit noch erledigt haben.
Und da sind wir auf dem Weg. Ja, Stoppschilder lesen, kann noch nie gut lesen, ne? Nein, aber wie gesagt, da vorne rechts, hier seht ihr jetzt das. Kalk, da seht ihr das weiße Zeug. Da fahren wir jetzt hin. Vorne geht's rein, dann machen wir das Ding voll. Wenn ich da jetzt ranfahre, dann dürfte eigentlich sogar automatisch hinten die Plane abmachen. Gucken wir mal. Ups. Ich meine ja. So, und dann füllen wir das Ganze. Das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Dann werden wir das gute Stück wieder an die richtige Stelle fahren. Und so einfach ist das Ganze nämlich. Und dann werden wir als nächstes ein Vorgewende fahren. Auf der 23 und werden da ausnahmsweise mal kein Raps, sondern Winkel drauf machen. Werden auch beim nächsten Mal wieder einfällt. Mit Stroh machen. Wir werden auch ein Feld mit Stroh machen. Das wird wahrscheinlich das sein, was wir jetzt als nächstes machen. Da können wir nämlich nochmal loslegen. Ihr seht hier, beim wieder wegfahren macht das Ding aber nicht wieder zu. Das muss man dann selber per Hand anlegen noch hier. Und dann geht's los. Ja, er ist natürlich jetzt. Also man ist eine ganze Ecke günstiger schon. Ne, das kostet also echt nur irgendwie 10, 15, 20% maximal von dem anderen. Und man verbraucht, so ich sag mal so, zwei, dreimal so viel. Also es ist im Endeffekt schon günstiger. Man hat allerdings dann natürlich den zeitlichen Aufwand, dass man öfter fahren muss. Ne, so wie hier hält sich es ja von Entfernung her noch auch in Grenzen. Ja, wenn wir größere Karten hätten. Größere Felder hätten, hätten wir wahrscheinlich auch einen größeren Streuer, wo mehr reingeht. Also das wird sich im Prinzip dann wieder ausgleichen alles. Ja, jetzt fahren wir ihn wieder zu unserer berühmten Kreuzung zurück, dass wir da halt wieder loslegen können. So. Das ist das Feld, das wir gerade gedüngt haben hier rechts. Trotz des Winkels bin ich nirgends gegen gefahren, das ging ja schon fast. Ja, wie gesagt, die Wiese hier, die müssen wir jetzt ja noch mähen. Hier links haben wir schon gemäht und auch schon gedüngt, sieht man auch, dass in der ganzen Ecke dunkler ist. Ne? So, am Tag ist das alles mal super zu erkennen. Nachts wird es schwierig. So. Da macht er erstmal wieder ein Päuschen. Ja, was ich mit ihm mache, weiß ich noch nicht genau. Aber er könnte wahrscheinlich demnächst mal eine Runde Kartons da vorne mitnehmen. Und die auch schon mal Richtung Mojo bringen. Wäre natürlich durchaus noch ein Gedanke, muss ich sagen. Wenn wir da noch, wenn wir die Produktion dann noch weiter in Gang bringen wollten, ne? Sprich unsere Whisky-Produktion. Gut, ich schalte weiter durch. Nein, nicht zum Grasmähen. Ich bin da vorbeigehüpft. Bin wohl. Ah, das war bestimmt hier unser Blick ins Grüne hier. Das. Ja, genau, da hat er sich versteckt, der kleine Schlawiner. So, dann mal ran hier. Wir fangen diesmal hier an der Ecke an. Das ist auch kein Problem. Das ganze Stück hier werde ich kein Gewände fahren müssen. Hier wahrscheinlich auch nicht. Ich werde diesmal die nötigsten Varianten fahren.
Hier kann ich jetzt schön mit voller Geschwindigkeit noch drauf langheizen. Interessant ist der Part ab hier. Hier ist das Ganze interessant. So. Anmachen. Okay. Achso, ich Fitzbold. Soll das vielleicht auch mal hinten aufs Gerät machen, oder? So. Und anmachen. Dann werden wir nämlich jetzt hier mal eine Runde ein schönes Vorgewende fahren. Dass er hier beim Wenden nachher dann keinen Terz macht. Aber das wollen wir nicht. Und das brauchen wir im Prinzip auch eigentlich nur machen, bis wir hinten an der Ecke sind. Ja, also hinten bei dem Baum da eine Ecke, wo diese zweiteilige Gebüsch ist, also die Kurve zu Ende geht sozusagen. Wenn wir das fertig haben, sollte das alles klappen. Ja, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht es schon wieder, ne? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mich würde sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Würde mich natürlich über die üblichen Sachen freuen, wie Daumen nach oben, Teilen und natürlich auch ein Abo. Und ja, sagt dann auch vielen, vielen Dank an all diejenigen, die mich schon mal so fleißig unterstützen. Und bis morgen.